Also ich unterstütze die Digitalcharta in dem Sinne, dass ich durchaus bereit bin, aktiv Verbesserungsvorschläge in Formulierung und sprachlicher Qualität zu geben. Es gibt viele Punkte, die mir nicht richtig passen und da finde ich schon bessere Formulierungen. Ich glaube, dass wir insgesamt das Niveau dieser Charta etwas verändern müssen. Wir müssen die Grundrechtsaussagen herausnehmen, weil sie sowieso unaufgehbar sind. Und wir müssen stärker Instrumentarien, Tools formulieren, wie nicht zu betonen, dass es gilt die Meinungsfreiheit, sondern das Recht auf Meinungsäußerung muss gewährleistet sein. Das sind sprachliche Nuancen, aber sie haben einen ganz anderen Stellenwert. Ich würde statt einer Digitalcharta etwas formulieren, was ich nennen würde Grundprinzipien für die Anwendung von Bürgerrechten in der Digitalisierung, sodass wir Punkte, die wichtig sind, einmal herausnehmen, konkret und klar beschreiben und damit einen Handlungsrahmen für Politik, Staat und Gesellschaft bieten. Für die Freien Demokraten bestehen zwei Herausforderungen bei der Formulierung klarer Aussagen. Einmal, wie ist die Gewährleistung ethischer Prinzipien unserer Bürgerrechte in der Digitalisierung möglich? Zum anderen, wie kann Digitalisierung unter Beachtung von Bürgerrechten Chancen eröffnen? Das wird sehr wichtig sein. Ich hoffe, dass die Freien Demokraten Positives formulieren und das grenzt uns auch zu anderen Parteien ab.